Ja, Werner Schuster, gewartet, lange gewartet. Am Schluss doch umsonst, aber an der Entscheidung der Jury gibt es vermutlich nichts zu kritisieren. Nein, das ist das einzig Positive an dem Tag, dass das Ganze eindeutig war. Also man ist auch gar nicht in die Versuchung gekommen, das zu probieren. Es war einfach heute der Wind aus der falschen Richtung. Der blies zu stark und unter diesen Bedingungen ist kein Spitzensport möglich. Haben wir was gehört? Wie geht's weiter? Wird das Springen in irgendeiner Form nachgeholt? Hast du irgendwelche Informationen, ob man in Klingenthal oder Oberstdorf eventuell was nachholen möchte? Ich habe bis jetzt keine Informationen. Ich glaube, man muss ja erst das Prozedere einhalten. Es muss abgesagt werden und dann liegt es am Deutschen Skiverband unter anderem hier einen Ersatzplan auszuarbeiten. Wenn Sie mich fragen würden, würde ich auf zweimal Klingenthal plädieren. Ich glaube, es wäre super für alle Beteiligten, noch zweimal Normalschanze zu haben. Ob das natürlich fernsehrechtlich oder sonst irgendwie sponsorentechnisch möglich ist, kann ich nicht sagen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sind guter Dinge, haben gestern einen guten Auftakt hingelegt und würden gerne mit unserer Mannschaft wettkämpfen. Wie geht es für euch heute weiter? Fahrt ihr heute nach Klingenthal oder morgen? Und wie sieht euer Tag morgen grundsätzlich aus? Ja, jetzt haben wir mal erst vor kurzem von der Absage erfahren. Wir werden noch ein kleines Training einschieben heute, den Tag noch ein bisschen nutzen. Gereist wird morgen, da wird nichts geändert. Und dann bis zu dann werden wir ja wohl erfahren, was passiert. Morgen wird ja kein Skispringen stattfinden. Und dann haben wir hoffentlich wieder schöne Tage auf den Skisprungschanzen in den nächsten Klingenthal. Alles klar, vielen Dank, Werner. Danke auch.